Ja, und damit right back in Rapture. Genau, eure 15 Minuten Rapture am Tag. Die könnt ihr euch gönnen und ich gönne sie mir auch quasi. Und dann, ich erinnere mich, wir wollten beim letzten Mal hier den, wir haben hier den, das ist die Leichenhalle. Haben wir geöffnet, endlich nach 1 Million Folgen. Und haben es schon alles ausgeräubert. Ist gut. Jetzt nichts weiter, was wir brauchen könnten. Wir können dann jetzt weitergehen. Jetzt geht es endlich nach Neptunes Bounty. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir haben noch ein paar Eve-Spritzen gefunden, ein bisschen Munition. Das ist echt sehr gut. Oh! What the fuck? Steh auf diese Schrotflinte. Oh, Munition. Dollars. Alkohol nehme ich nicht. War das noch nicht offen hier? Oh! Wow! Oh. Und V. Brauchen wir zwar eigentlich nicht mehr, aber ich hack's jetzt trotzdem. Wir müssen da hoch, quasi. Ja, können wir mal hier lang. Das finde ich gut. Hier find ich auch gut. Oh oh. Oh oh. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war eng quasi, aber eng ist ja gut. So, nach oben mit dir. Und da haben wir es auch fast geschafft, aber fast nur. Uns fehlt noch... Das fehlt uns. Und eine Verbindung, eine Querverbindung, ein Injection Point. So abgeschlossen, denke ich mal. Yeah, Hacken erfolgreich. Nicht schlecht. Genau. So, jetzt gehört er uns quasi... War jetzt zwar nicht nötig, aber ich hätte ich habe keine Lust, Munition zu verschwenden, deswegen habe ich jetzt gehackt. Und dann schauen wir noch mal ganz kurz hier durch. Was ist noch so? Hier waren wir schon, da gab es nichts. Da waren wir auch drinne. Hier waren wir jetzt quasi auch drinne. Oh, der Schreckmoment, Alter. Den Whisky will ich wirklich nicht trinken. Ich will kein Alkohol. Aber RL nicht. Da kein Freund von. Ich höre noch einen NPC, also einen Gegner. Soll er sein? Ja, egal. Dann würde ich sagen, Gamer und Little Sisters haben wir alle erledigt in diesem Level. Oh, hier ist er. Nein! Jetzt kein Verbandskasten. Ich denke, wir werden das überleben. Hier ist ein Kaffee. Da geil. Endlich mal ein Kaffee. Das ist eine gute Sache. Kaffee ist mein Freund. Und ich, warum über die Gegner jetzt hierher kommen. Schade, dass es keine XP gibt für Gegner. Finde ich gut. So, dann können wir jetzt natürlich ja, hier und da. Dort. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang gehen muss, ehrlich gesagt. Aber wir werden den Weg finden, den Weg unserer Verdammnis. Quasi. War das hier lang? Ne, das ist verschlossen. Mit Blei. Ah ja, das ist der Raum. Ich darf schon wieder total blöd hier rum. Es tut mir echt leid, Leute. Für die, die sich das angucken müssen. Medical Pavilion. Hier und Big Daddy. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu wehren. Hier ist nicht richtig. Wäre geil gewesen, wenn ich den Weg einfach gefunden hätte jetzt. Was ein Wal. Oh, wie geil. Ich denke mal, Rapture hat auch bessere Tage schon gesehen, so wie es aussieht hier. Aber jetzt bin ich gerade hergekommen. Müssen wir durch. Hier haben wir die Little Sister und Big Daddy kennengelernt.
Ah, da kommen keine mehr, leider, Big Daddy. Ich habe die alle entfernt. Tut mir leid, mein Freund. Musste sein für das Spiel. Jetzt aber die Frage, wie ich jetzt wieder zum was ist Eternal Flame? Wie ich jetzt wieder zum Durchgang komme. Ich glaube, das war hier nicht. Hier war es auf keinen Fall. Da sind Dollars drin. Irgendwie resetten diese Kisten immer. Habe ich so das Gefühl. Ja. Hey. Lupp. Exit. Ah ja, ich erinnere mich an den Raum hier. So ein Mist, Alter. Finde ich die Scheiße nicht wieder. Ja, das ist das Spiel, ne? Und meine persönliche quasi Unfähigkeit. Exit. Hä? Ah, da kommen wir her, da kommen wir her, hier. Ja, ich kenne den Weg. Ich kenne den Weg nicht, aber ich kenne die Hinweise. Ich weiß, was ich tun muss. Das Spiel rät mir die ganze Zeit, ich soll doch mal hart drücken. Dann sehe ich, Wie lautet die größte Lüge der Welt? Big Daddy. Hier so mal rein. Und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde. Die Sklaverei? Hier geht's nicht auf. Holocaust? Die Diktatur? Ja, ja, Andrew ist gut. Nein. Quatsch, keine Opern. Vielleicht für die Stimmbänder. Ah, hier ist es. Na gut, ich werde es halt nicht schneiden jetzt hier. Ich hab's gefunden. Ja, das war jetzt. Ich habe es falsch gedacht. Drei, vier Minuten verschwendet. Na gut, aber ist nicht so schlimm, denke ich mal. Genau, und da ist unsere Tauchkugel. Wir haben jetzt quasi das Level abgeschlossen, denke ich mal. Wenn wir noch irgendwas Verstecktes übersehen haben, das ist jetzt aber auch egal. So, Neptune's Bounty. So, und jetzt geht's nach Neptune's Bounty. Und dann werden wir versuchen, da unseren Weg durchzubahnen, unseren Weg weiter durch Rapture. Ich finde das Spiel super geil. Macht voll Spaß. Ladescreen ist natürlich super. Jetzt auch. Jetzt sind wir angekommen. Ich habe kein Leben. Ich müsste eigentlich erstmal. Ja, Gegner. Ich muss mal heilen irgendwo, das wäre gut. Oder Supply. Genbank. Da waren wir eben dran, das ist ganz klar. Vielleicht haben wir schon gelootet. Ich werde das Ding mal kurz hacken. Das dauert nicht lange, Leute. Hoffe ich. Zumindest so. 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 So, so und so, das sieht gut aus. Verbindung steht, Captain. Und Energie. Ecken erfolgreich. Sehr gut. Jetzt würde ich hier, ich würde mich gerne einen Verbandskasten kaufen. Ich weiß, ich könnte mich ja wahrscheinlich einen Automaten hacken. Oder mich einfach umbringen lassen und einen Vita-Chamber wieder spawnen. Aber das ist ja auch nicht der Gedanke des Spiels, denke ich mal, wenn du das durchwipest, quasi. So, dann gehen wir mal hier weiter. Das hier lang. Sieht aus. Können wir nachladen hier. Okay, ist schon nachgeladen. 0-0 Schrot. Sieht überhaupt aus mit Munition. Wir haben von ein bisschen. Ja, hier. MG-Munition haben wir auch noch ein bisschen. Sehr geil. Gleich mal nachladen. Aber die Schrotflinte ist irgendwie meins. Finde ich gut. Wahrscheinlich werden die Gegner jetzt auch härter. Oh, panzerbrechend. Ich könnte mehr mit der Nahkampf, mit der Melee-Weapon arbeiten. Aber ich bin eher so ein Schrotflinte. Okay, was steht hier? Safety, Sicherheit geht vor. 91 Tage ist nichts passiert. Ne, nur 4 Unfälle.
letztes Jahr und dieses Jahr 2 Unfälle. Jetzt hat er eben die Verbandskästen gekauft. Sehr gut. Das Spiel will mich doch foppen hier, echt. Hab ich so das Gefühl. Ich möchte auf jeden Fall mehr Slots für die Unikas, Schrägstrich. Für die Plasmide. Das wäre mir sehr wichtig, mehr Slots. So, wir werden natürlich wieder hier hacken. Das ist natürlich, das scheint ja zu funktionieren. Hier kommen wir raus, das ist unsere Possibility hier unten. Und dann werden wir natürlich direkt hier hochgehen. Gut, nach rechts gehen wir natürlich. Hier, red. Alrighty, damn. Hier gehen wir lang. Und so. So, Verbindung steht, Captain. Abgeschlossen. Energie, hacken erfolgreich. Sehr gut. Wir wollen es ja natürlich nicht heilen, wir sind ja geheilt. Aber ich möchte gerne, dass die Gegner, wenn sie sich heilen, daran sterben. Oh. Big Daddy. Den machen wir heute nicht mehr in der Folge. Aber in der nächsten nehmen wir uns den Big Daddy vor. Geile Waffe, Alter. Oh, Fische. Ja, hier sind die Fontaine Fisheries. Da sollen wir natürlich hin. Das ist unser Weg. Unser Weg des geringsten Widerstandes. Aber hier leuchtet noch was. Das MG-Munition. Geil. Wow! Die Drecksau, Alter. Die Drecksau. Und gleich, das Ding hackt man natürlich direkt. Das soll auf unserer Seite. Das ist super geil, dass das unter dem. Unter der steht hier unter dem. Oh shit, das war Mist. Hier. Ich bin mal ganz kurz leise, ich muss mich da ganz kurz konzentrieren, sonst wird das Mist. Das wird so schön ziemlicher Mist, was ich aber mache hier. Finde ich. Und so, und dann hätte ich gern das hier. Oh, ja. So, Verbindung steht. Ecken erfolgreich. Schießen mit belieber Taste. Okay, sehr geil. Oh, hier gibt es noch ein Level unten drunter. Das ist ja cool. Vielleicht können wir noch ein bisschen Zeug abstauben hier. Die eine oder andere Eve-Spritze wäre sehr nett. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Kiste untersuchen. Bandage. Sehr geil. Ach, dann setzt die Bandagen gleich ein, wenn du sie findest. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar, also kann man die gar nicht. Ich komme ja nicht wieder raus. Hilfe! Hilfe, Fontaine! Rette mich! Oder muss man natürlich unten lang laufen? Ah, hier, das ist eine Rampe. Eine Rampe der Vergeltung. Oh, das ist noch so ein Ding. Oh. Ich muss kurz niesen. Ah, fuck. Geil, der ist auf unserer Seite. Ist alles weg. Oh, Little Sister. Nice. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Ich weiß ja nicht, wo ich den letzten Wiederjumper gesehen habe. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch in der nächsten Folge tun müssen. Genau, wir stellen es jetzt mal hier hin. Das Ding nehmen wir uns in der nächsten Folge vor. Der Big Daddy, ja, den nehmen wir uns auch in der nächsten Folge vor. Vielleicht in der übernächsten. Mal sehen, wie wir das machen. Ich weiß noch nicht, wie wir genau das machen. Und dann, ja, dann stellen wir uns mal ganz kurz hier jetzt einfach. Stellen wir uns den mal hin. Hier, das sind die schönen Bilder. Hier, das sieht doch gut aus. Also eine Tauchglocke, eine gesunkene. Und mit diesen schönen Fischgründen, Bildern der Fischgründe, würde ich sagen, ja, dann,
Cool, wir haben es geschafft. Wir haben den Medical Pavilion abgeschlossen. Das war mir sehr wichtig, dass wir den einen Raum noch erkunden. Das haben wir geschafft. Und jetzt sind wir jetzt natürlich weiter dann nach Neptunes Bounty. Und dann in der nächsten Folge nehmen wir uns den Big Daddy vor und dieses Turt. Und dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen, außer wer es noch nicht getan hat, lässt einen Daumen da oder auch nicht, wie er das möchte, oder ein Abo oder wie er das möchte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.